Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 9.3.2020. Und unser DAX ist im Ausverkauf. Wir kriegen übers Wochenende jetzt schon wieder deutlich schwächere Kurse indiziert, über die Wochenendindikation. Wir gucken gleich mal drauf. Aber ich habe heute viel mit Ihnen vor. Ich versuche es unter 15 Minuten zu halten. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Sind doch unzählige Mails eingegangen in Bezug auf verschiedene Fragen, wo ich aber auch sage, das bringt jetzt nichts, wenn ich das bloß dem einen erkläre, weil dann kriege ich die Mail vom nächsten Morgen nochmal. Das sind einfach Dinge, die jetzt viele interessieren. Deswegen sollten wir auch darüber sprechen, sollten auch nochmal groß rauszoomen, sollten nochmal gucken, Mensch, ist es ein Crash, ist es nicht ein Crash, beziehungsweise wie geht man denn jetzt überhaupt mit sowas um? Wie ist es denn jetzt richtig? Was ist denn jetzt Phase? Was denke ich persönlich eben dazu? So, und deswegen will ich mich gar nicht lang aufhalten mit dem, was der DAX zum Freitag gemacht hat. Er ist hier nach unten raufgegangen auf unsere rosa Linie, hat jetzt hier das 261er noch nicht abgeholt. Wir schauen schnell auf den Wochenendkassa. Da ist er nämlich schon auf auf jeden Fall unter dem Niveau. Der Wochenend-DAX ist schon um die 300, glaube ich, rum, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und da sehen wir es auch, 334 zeigt er momentan an. Jetzt wird der ein oder andere sich wundern, was sind das für Kurse? Ja, das ist etwas schwierig zu verstehen, woher die herkommen. Ich kann es Ihnen auch nicht komplett erklären. Ich ignoriere es in der Regel nicht, weil die doch recht nah dran sind, dann am Open. Der kann sich nun, es ist jetzt knapp um 12 hier zum Sonntag, der kann sich jetzt ruhig noch, also der kann sich durchaus noch bewegen, nach oben wie nach unten. Aber da, wo der am Sonntagabend rausgeht, eröffnet sich tatsächlich fast nahezu immer dann auch am Montag der richtige Overnight CFD. Also irgendwas muss an diesen Kursen schon dran sein, irgendwo muss das herkommen, dass das funktioniert. Aber das soll jetzt gar nicht Gegenstand sein. Fakt ist, wir werden tiefer reinkommen und jetzt müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Wir haben nämlich hier, wir haben die ganzen Tage immer etwas gesagt, nämlich dass die Leute noch viel zu positiv sind, dass die noch viel zu sehr davon ausgehen, dass das hier alles gut ausgeht. Ich bin im Wochenende sogar jetzt aus einer Facebook-Gruppe rausgeflogen, beziehungsweise bin ich sogar selber ausgetreten. Dort hat der Administrator mit seinem voll investierten Portfolio ja alle möglichen Leute mundtot geschlagen, die irgendwo gesagt haben: Mensch, müsste man denn hier nicht vielleicht mal was absichern? Ist jetzt nachkaufen genau das Richtige? Dort wurden die Meinungen eben nicht mehr geduldet, dass man hier ein bisschen sich vielleicht auch mal Gedanken macht um eine Absicherung etc. Ich halte das für ein bisschen zu einseitig betrachtet, denn man muss ganz klar sagen, also ich habe vollstes Verständnis, wenn ich jemanden sehe, der seit 2016, 2017 ein Wikifolio mit Long-Only-Strategie recht gut handhabt. Das ist halt ein reiner Bullenmarkt gewesen. Wenn wir mal in den Jahreschart schauen, wenn wir uns mal den DAX hier auf Monat angucken und sagen, ja, was hat er denn hier seit 2016, 2017 gemacht? Was hat er denn gemacht seit 2013? Was haben denn Leute, die seit 2011, seit 2010, die mit Aktien unterwegs sind, was haben denn die für eine Performance, was haben denn die für einen Erfahrungsschatz, was haben denn die für ein Wissen? So, und wenn ich das jetzt so zusammenrechne, sage ich, na klar, in den Köpfen ist drin, das wird immer funktionieren und du musst die Rücksetzer kaufen und das wird immer hochgehen. Ich persönlich bin jemand, der sich nicht so sehr an der eigenen Erfahrung misst, sondern der auch gerne eben Märkte gegenüberlegt, die es schon in anderer Form gegeben hat. Und ohne dass man jetzt großartig jetzt hier Angst machen müssen und Crash, das soll auch die große Botschaft jetzt hier hinten raus dann werden, dass es eigentlich schwierig ist, sich, wenn es dann tatsächlich so ist, richtig in so einem Ding zu verhalten. Aber wenn wir uns mal so 2000 bis 2003 anschauen, was der Markt gemacht hat, und das nicht nur im DAX, auch in anderen Indizes, sind wir in Kursverlust von fast über 70%. Halt über 70% vom Allzeithoch heißt, auf unseren DAX mal runtergerechnet, wo würde er hingehen, wenn er jetzt so ein Muster wiederholen würde? Und wir wissen auch, durch Trading-Chart-Analyse und so weiter, Muster treten häufiger eben auch mal auf, dann wissen wir, wo sind 70% zu Ende. Und dann sehen wir, wenn er 72% macht, steht er hier. Dann steht er unter 4000. So, und das ist was man nicht greifen kann. Was jetzt auch, wenn man sich so sagt, das ist völlig Gacker. Wie soll denn das gehen? Halt, es steht so viel Cash an der Seitenlinie, so viel Zins etc. Wenn Sie sich mal zurückerinnern, wie es auch 2000 gewesen ist,
Muss man ja auch sagen, 2000 gab es nichts Gravierendes, was man hätte als Basis nehmen können dafür, dass es eben losging. Es war einfach ein Auflösen einer Blase. Im Nachhinein nennt man es dann Dotcom-Blase, aber in dem Moment hat das dort keiner gewusst halt, ne? Wie war es aber gewesen? Und dazu sollten wir halt jetzt auch mal näher in diesen Timeframe reingucken. Wie haben sich denn die Leute gefühlt, die das sind? Und man kriegt das nicht mit einfach halt, ne? Als wenn wir jetzt hier mal sagen, wir gehen mal zurück ins Jahr 2000. Lassen uns mal zurücksetzen, einfach und gehen mal den Kurs hier durch. Wir haben sowas schon mal gemacht, aber es ist einfach auch wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu halten. Wie läuft denn tatsächlich so eine Bewegung ab? Kriegt man es denn überhaupt aktiv mit? Und da muss ich sagen, nein, nicht wirklich. Also so markant, wie unser Markt momentan anfällt, ist es nicht immer gegeben und war das auch nicht immer so, ne? Wenn wir das hier schauen, ist das eigentlich eine Flagge. Das heißt, in dem Zeitpunkt, als es hier tatsächlich abgekippt ist, sind die Leute durchaus sehr optimistisch noch gewesen. Und das ist das, was ich aber trotz der starken Dynamik, die wir aktuell haben, auch merke. Die Leute sind echt noch optimistisch, dass das wieder nach oben geht. Ne? Wenn Leute zum Beispiel in Facebook-Gruppen alle anderen mundtot machen, weil sie so überzeugt davon sind, dass das wieder nach oben geht, ist das was, was ich die ganzen letzten Tage schon immer wieder gesagt habe, ne? Dass die Leute noch zuversichtlich sind, dass sich das hier eben wieder positiv aufläuft und sie nachkaufen aktuell noch. So, wer jetzt mal so einen typischen Zyklus kennt von einer Marktanalyse, warten Sie, ich hole Ihnen das mal vor, da gibt es eine Grafik zu. So, und wenn wir da mal schauen, wie dieser Verlauf hier so ist, das Verhalten des typischen Anlegers, ne, diese psychologische Hintergrund einfach, ne? Ich werde die Korrektur nutzen, um meine Position auszubauen, ne? Dann fängt der Markt an, super, ja, ich verdoppel nochmal die Position, jetzt kriege ich super Einkaufschancen. Meiner Meinung nach ist das genau der Punkt, wo wir momentan halt einfach stehen. Ne? Diese Resignation, die ist einfach noch nicht da. Dass die Leute sagen, oh, jetzt ist es aber doch weiter runtergegangen. Das muss jetzt aber langsam mal das Tief sein, ist ja nicht mehr normal. Beziehungsweise dann irgendwo runter diese absolute Ratlosigkeit, weil es nicht aufhört, dass dann hier so an dem Punkt ist. Und dann eben der Punkt, wo die Leute sagen, okay, ich verkaufe mein Zeug einfach. Ich glaube da jetzt nicht mehr dran. Das wird nicht mehr. Das wird jetzt richtig nach unten ranzen. Und sowas, es fehlt mir einfach noch. Ne? Und ab dem Zeitpunkt ist dann ja hinten raus einfach immer noch so ein Punkt, wo man sich dann sagt, wo es dann trotzdem noch weiterfällt, selbst wenn der Punkt erreicht ist. Und so gefühlt, psychologisch betrachtet, habe ich so von dem, was ich mitkomme, viel mehr das Gefühl, dass wir noch an diesem Punkt hier stehen, in dem Bereich, ja, wo die Leute sagen, ha, das ist das super, das sind doch echt günstige Kurse, um einfach mal nachzukaufen. Und das macht mich ein bisschen bedenklich. Aber wir gehen hier nochmal weiter. Ich habe gerade mal auf die Uhr geölert. Ich hänge zurück. Ich wollte schon viel weiter sein. Mir ist es wichtig, das ist jetzt nachweislich ein Crash, den wir hier haben. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt in dem Zeitpunkt investiert gewesen. Sie würden es gar nicht glauben. Ne? Also Sie würden hier noch nicht anfangen, irgendwo über eine Crash nachzudenken. Das kommt erst relativ spät, wenn die ersten Abwärtswellen dann schon richtig da sind und wenn es auch vor allen Dingen dynamischer wird. Jetzt sehen wir hier mal was, eine richtig kräftige Abwärtsbewegung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Kerzen. Das erinnert mich auch wieder an diese Zeittheorie, die wir letztens mal mit draufgenommen haben. Ne? 9, 14, 21, 33 sind so typische Zyklustage. So, und jetzt ist der Markt jetzt hier einfach mal 1000 Punkte gefallen. 1000 Punkte klingt jetzt wenig. Man darf auch nicht vergessen, er stand hier bei 7400. Das heißt, in dem Punkt sind das jetzt hier auch 13,5%, die der einfach mal nach unten geschrubbt hat. Das ist etwa in das, was wir jetzt gerade hatten, ne? Was wir die letzten 2 Wochen hatten. So. Und das ist der Punkt, wo dann die Leute anfangen nachzudenken, puh, ist das denn ein Crash? Wir sind jetzt unter die markanten Tiefs gewesen. Das war auch eine Mail in der Frage. Martin, du hast gesagt, der fällt da unter die 11.200 und dann denkst du, dass er wieder hochdreht. Warum denkst du das? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Das ist doch ein Punkt, wo der Markt einfach dann nach unten eigentlich frei laufen kann. Er hat auch dann eine Abwärtsfolge. Ja, genau. Hier wird aber jetzt Volumen umgesetzt. Das heißt, hier kommen jetzt Verkaufssignale. Und das ist jetzt erstmal wieder Futter, was sich der Markt nehmen kann. Ne? Das heißt, die Leute werfen hier jetzt Sachen einfach aufs Parkett, weil sie das müssen. Institutionelle Anleger müssen auch an bestimmten Punkten einfach handeln. Ne? Gerade bei so hoher Volatilität kann sich das nicht jeder leisten, jetzt einfach zu sagen, okay, pff, es ist jetzt günstig,
Ne, ich gehe jetzt hier einfach mal mit 100% rein, weil was passiert denn, wenn der Markt dann noch 10% weiterfällt? Der kriegt ja die 10% voll nach hinten mit rein. Das kann doch keiner machen. Das kann doch kein institutioneller Anleger für seine Kunden ins Risiko gehen, wenn die irgendwo eine Zielrendite von, was weiß ich, 10, 15% haben. Dann kannst du nicht einfach sagen, okay, ich riskiere jetzt, dass ich morgen nochmal 10% verliere oder in der nächsten Woche bei der hohen Volatilität. Das heißt, die müssen sich absichern. Und das ist jetzt auch Geld, was der Markt natürlich. Das kann er sich nehmen, das kann er erstmal verarbeiten, das kann er denen um die Ohren hauen. Und da sieht man das häufig, dass der Markt dann eben direkt wieder hochreagiert. Wir können ja mal hier einfach durchgucken. Wir gehen es mal einfach durch. Und da sehen wir jetzt, der Markt kommt hier tatsächlich sogar ein bisschen hoch, ne? Also er hat von hier 6.400 bis 6.900, verkennen Sie nicht, wir sind im Tageschart. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Tage, die es erstmal nur nach oben ging, die der Markt wieder nach oben gelaufen ist. Ne? So, dann kommen hier weitere Tiefs, baut hier wie einen kleinen Doppelboden, aber das geht immer noch weiter. Trotzdem fängt sich der Markt eben wieder an einem solchen Tief, verkauft die Tiefs nicht mehr und drückt jetzt hier hoch. So, und jetzt schauen Sie mal hier. Jetzt haben wir mitten im Crash. Wir sind immer noch mitten im Crash, der nachweislich einer war. Sie würden hier nicht zwingend dran glauben, dass das eine absolute Katastrophe ist. Sie sind auch hier noch total davon überzeugt, dass das wieder rausgeht. Vielleicht haben Sie hier unten sich abgesichert. Vielleicht haben Sie hier die ersten Aktien verkauft. Aber in dem Moment kaufen Sie doch wieder rein. Gucken Sie mal, der Markt ist jetzt fast 3 Wochen gestiegen. Und zwar richtig gut. Der hat richtig Performance gemacht. Der hat jetzt hier, zack, 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 14% ist der nach oben gelaufen. Ne? Da wird schon wieder alles, kommt wieder alles in Vergessenheit. Man vergisst dieses ganze Runtergereise und so weiter und so fort und sucht sich jetzt vielleicht schon wieder die ersten Titel, die man kaufen kann. Was macht der Markt? Lohnt es nicht. Schlägt weiter runter, geht nochmal an das Tief, aber nicht ganz, stößt sich vorher hoch und dann geht es nach unten. So, dann haben wir die neuen Tiefs. Jetzt sind wir wieder unter diesen markanten Tiefs. Was machen wir? Wir ziehen erstmal wieder nach oben. Und zwar auch deutlich. 5 Tage lang. Ne? 6, 7 Tage lang nur nach oben wieder. Mit Zwischenintermezzo, heftige Seitwärtsbewegungen hier. Sind wir jetzt schon in der zweiten, in der dritten Woche. Mitten im Crash wieder 2, 3 Wochen, die es nach oben geht. 4 Wochen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis er wieder anfängt, ein bisschen deutlicher zu fallen. Also wir dürfen jetzt nicht sagen, okay, wir sind jetzt vielleicht sogar in einem Crash, deswegen mache ich jetzt Short Only und pyramidisiere mir nach unten alles auf. Das wird nicht funktionieren. Weil einfach in der Bewegung zu viel auch immer wieder an Gegenbewegung kommt. Ne, das sieht im Monatschart total easy aus. Eine rote Kerze nach der anderen nach unten bis 70% runter. Aber auch da ist es wichtig, ins Detail reinzukommen. Und häufig hat man irgendwie dann so einen Impuls. Ne? Man ist dann so drin in diesem Geschrammel, in diesem Seitwärts. Jetzt macht er wieder ein neues Tief, zuckt nach oben und wieder ein neues Tief. Jetzt mal ein bisschen, bringt er mal ein bisschen mehr Terz rein, aber kommt auch sofort schlagartig wieder nach oben. Das heißt, wenn Sie hier aufpyramidisieren nach unten und nie realisieren, haut es Ihnen das hier alles wieder raus. Ja, also im Kopf einfach darauf vorbereiten, selbst wenn es so kommen sollte, dass wir jetzt richtig wegsäbeln. Es ist nicht damit getan, einfach Short Only die nächsten Wochen da immer mehr reinzugeben und niemals die Position zu realisieren. Auch die, die sich jetzt vornehmen, sie nehmen die Position irgendwie in einem Jahr dann raus oder so, das ist schwierig. Da muss man sich drauf einstellen. So, und dann hat man hier irgendwo so eine Gegenbewegung. Und jetzt schauen Sie mal, was da wieder dagegen kommt. Freunde, das ist März bis Juni. Das sind 3 Monate Anstieg. 3 Monate. Ja, das ist nicht gerade wenig. So, bis mal. So, und dann kommt sowas hier, ne, kommt die ganze Zeit zur Seite, dann kommt hier so ein Gap, dann sagt man sich, okay, Gap Close handelt man. Und das sind meist die Positionen, aus denen der Markt dann nochmal richtig Beschleunigung rausholen kann. Das haben wir ja auch vor 2 Wochen gesehen. Ne? Da sind wir auch Montag mit so einem großen Gap reingekommen und hat der Markt sich daraus richtig Beschleunigung geholt und dann kommt auch mal richtig Bewegung. Jetzt darf man aber nicht vergessen, wir sind ja schon ein paar gut 20% runtergefallen. Ne? Also wir sind schon 20% vom letzten Allzeithoch runter. Und wenn jetzt so eine Beschleunigung nach unten kommt, dann wird es halt erst richtig gefährlich und dann wird es erst richtig interessant. Gucken wir mal, ob hier eine kommt. Ja, und hier kam sie nämlich dann auch. Gucken Sie mal, das ist dann richtig Pfeffer drin, da ist richtig Feuer drin, da sind wir vom Gap ausgehend und dann jetzt hier einfach nochmal, schauen Sie mal, 37% gefallen innerhalb von, ja, was sind das? 31 Balken, also irgendwas um die 2 Monate.
35% nochmal nach unten. Und das, obwohl wir schon richtig krass tief gefallen sind. So, und dann könnte man meinen, ja, hier war dann das absolute Tief gewesen, jetzt kann man wieder Long aufbauen, was macht der Markt? Ne? Gucken Sie mal, der geht jetzt hier 6 Monate hoch. 6 Monate. Und was macht er? Noch weiter. Noch mehr. Macht weitere Tiefs. Ne? Also nehmen Sie das bitte in den Kopf mit. Das ist nicht einfach. Es ist wie hoch zuzuhandeln, runter zu. Ne? Man hat immer wieder Gegenbewegung. Ist es wichtig, dass wir in den kleinen Mustern auch gucken, dass wir untergeordnet auch arbeiten, dass wir nicht einfach sagen, wir legen hier irgendwo was rein. Gucken Sie mal, wie der hier noch durchgeht. Jetzt sind wir schon bei 2,5. Wir waren vorher mal bei 7,5. Ne? Das sind über 70%, die der weggesäbelt hat. Und deswegen einfach das ein bisschen im Kopf mit etappenweise denken, auch was realisieren. Nicht einfach denken, man kann jetzt hier ewig laufen lassen und dann wird man super, super Milliardär. Funktioniert so nicht. Wird nicht so einfach. Aber ich finde es auch nicht richtig, hier bei der Dynamik, die wir momentan haben, zu sagen, ah, das ist ja nichts, das ist bald wieder ausgeglichen. Passieren kann alles. Es ist natürlich möglich, dass der da oben steht, aber für mich, also für meinen Geschmack, ist es einfach zu viel Dynamik, die wir drin haben. Mal ganz unabhängig der Nachrichtenlage. Ne? Wäre der Markt, hätte der keinen Grund, hier Panik zu bekommen, dann würden wir die auch nicht sehen. Na? Und wenn jetzt alle nachkaufen erst, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, den ich vor uns beschrieben habe, hier, das nimmst es einfach mal mit. Lass es einfach mal auf sich wirken und überlegen Sie da mal, ob das dann vielleicht der richtige Zeitpunkt ist, ich weiß nicht. Also ich für meinen Teil habe meine Monatschartanalyse da, haben wir ja auch letztens schon drüber gesprochen, ne? Unter 12.885 haben wir schon gesagt, ist das eigentlich nicht mehr drin, dass er da oben rausgeht, weil er sich dann eben nach unten Verkaufssignale aktiviert. Und dann gehen wir jetzt auch in die kleineren Zeiteinheiten runter und machen mal die Analyse für den Montag. Weil grundsätzlich hier jetzt echt, also ich könnte mir das fast vorstellen, dass wir jetzt hier eben unter das Tief noch drunter gehen. Ja, dass wir von da dann erstmal wieder ein bisschen zur Seite hochlaufen und dass er dann so Stück für Stück, aber das wird so widerlich, wie das da war, dass wir dann vielleicht auch noch unter das Tief gehen, dann erstmal wieder irgendwie ein bisschen nach oben kommen. Ja, irgendwie was in die Richtung, ne? Dann sagt man sich, ach, das war ja dreiwillig runter, da kann ja eigentlich gar nicht mehr draus werden, dann macht er das doch. Ja, und dann hampelt er sich hier einfach noch weiter runter. Ich weiß nicht, zeichne das jetzt einfach mal aus Flow, wie ich mir dazu was vorstellen könnte hier. Das muss am Ende nicht kommen, ne? Aber why not? Also ich würde nicht auf 4.000 sehen. Das möchte ich auch hinzufügen. Aber diese Crash-Hochs, die wir hatten, bevor wir unsere ganzen Crashs hatten, für mich wäre das von oben jetzt ein schönes Ziel für einen Crash. Das heißt, wenn der Markt wirklich crasht, könnte ich mir vorstellen, dass wir das Doppeltop von oben einmal holen. Mit vielleicht Bonus dieses Hoch. Das wäre für mich jetzt so, wo ich so sagen würde, das wäre für mich in eine mögliche Kaufzone. Das wäre für mich eine Kaufzone. Warten Sie mal, wo ist denn hier das Rechteck? Also das wäre für mich auf jeden Fall eine interessante Kaufzone, wo ich sagen würde, das wäre ein interessantes Ziel, wo ich persönlich dann auch in ETFs wieder rein investieren würde, egal wie schlimm das bis dahin aussieht. Ja, das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, das wäre jetzt ein interessantes Ziel. Vom Kurs-Verlust-Verhältnis wären wir dann bei einem guten Batzen angekommen. Das wären fast 40%, die der Markt nach unten gegeben hätte. Dort muss nicht Schluss sein, ne? Denken Sie dran, 4.000 wäre richtig. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, an dem ich auf jeden Fall dann in Sparpläne dort verstärkt rein investieren werde, die ich zum Beispiel auf Kryptos noch drin hatte, was ich dann abändern würde. Ja, und dann wieder hier ein bisschen was rein. So, das jetzt erstmal von oben. Jetzt haben wir aber dolle über Crash gesprochen. Überall ist das gerade ein Thema. Alle Leute denken drüber nach. Eben Crash und so weiter. Ich kriege da ganz viele Anfragen. Für mich das ist eher mehr kontraindikativ. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir jetzt nächste Woche oder in den kommenden 2 Wochen erstmal eine Gegenbewegung sehen werden. Eine technische Erholung letztendlich, die jetzt hier einen Boden finden wird. Und dann nochmal gut und gerne bis an die, ja, 12.450, bis an die 200-Tag-Linie, 12.650 gehen kann. Ja, also dass man sich jetzt hier nochmal so einen Bogen nach oben schlägt. Das wäre jetzt das, was ich hier favorisieren würde, aus Tagessicht. Hier einmal drunter und dann eben den Boden nach oben finden. Das heißt, wir lassen das erstmal noch stehen, gucken uns den Montag an. Der Montag ist nämlich dolle gefährlich.
Dadurch, dass der auch mit so viel Pfeffer reinkommt, der kann. Ne, denken Sie mal 2, 3 Tage zurück. Was haben wir denn gesagt, was wir für einen Freitag erwarten? Kann sich noch einer dran erinnern? Wenn nicht, vielleicht einfach auch nochmal das Video anhören. Wir haben gesagt, es wäre eigentlich typisch für den DAX, wenn der zum Freitag sich unten drunter legt. Unten drunter legt, um Angst zu machen. Um den Leuten auch nochmal diese Crash-Szenarien in den Kopf zu setzen, die dann Montag, Dienstag nochmal richtig unter Druck bringt, sodass man eigentlich schon fast gar keine Wahl hat, als auf den Knopf zu drücken und mal was abzusichern und mal was zu verkaufen. Und dass er dann in die Erholung geht. So haben wir es gesagt am Donnerstag. Was hat er jetzt zum Freitag gemacht? Er hat zumindest den ersten Teil schon mal vollkommen erfüllt. Jetzt fehlt Teil 2. Jetzt fehlt der Teil hier einmal drunter und die Leute zu motivieren, eben in den Verkauf zu gehen, weil sie hier die Chance nicht mehr sehen. Weil sie hier nicht mehr sehen, dass was steigen kann in dem Moment, wo der Markt unter diesen Tiefs ist. Na, weil sie dann anfangen, das Tief hier unten zu sehen, vielleicht die 8000 sehen, die 4000. Gucken Sie doch mal mein Video jetzt an. Über wie viel haben wir jetzt nach unten gesprochen, über wie viel nach oben haben wir gesprochen. Für mich ist das kontraindikativ auch mit den Anfragen, die ich jetzt alle bekommen habe. Weil man da Angst rausliest. So, also meine Erwartungshaltung, wir schlagen hier unten rein, ob das die 12.000, die 11.100 wird oder eine 11.150. Ich kann mir vorstellen, oder vielleicht eine 11.050, vielleicht sogar mal kurz unter die 11.000. Na, ich möchte es gar nicht ausschließen, aber ich glaube, dass wir aus dem Bereich uns hier fangen können. Dass wir uns hier fangen können und dann erstmal wieder in eine Erholung reingehen. Ne? Deswegen, wir nehmen mal hier, tauschen mal den Fall hier unten aus, nehmen mal das hier rein und dann nehmen Sie aber bitte mit, dass man da auf jeden Fall auch eine Umkehr abwarten sollte. Weil was passiert, wenn keine Umkehr kommt? Was passiert auf eine rote Kerze? Kommt wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten noch eine rote hinterher. Ja, also in dem Moment, wo hier keine Umkehr reinkommt, lassen Sie ihn laufen, lassen Sie ihn zum Montag erstmal ausrennen. Wenn der das Setup macht, was ich im Sinn habe, hat man da noch genug Zeit, auch später nochmal mit drauf zu springen. Halt, ne? Also, da nicht unbedingt der Erste sein, der sich gegenstellt, das halte ich nicht für richtig, aber ich glaube schon, dass wir jetzt auch von einer psychologischen Reife her an einem Punkt sind, wo die Kiste jetzt langsam sich eindrehen kann, wo er nach oben kommen kann. Naja, einfach auch so aus dem. Einfach auch aus dem Feeling, so was die Leute gerade so haben, ne? Dass sie wirklich jetzt unruhiger werden, sich Gedanken machen, wenn man die jetzt Montag noch zum Handeln zwingt, durch weitere Kursverluste, durch heftige Kursverluste, dass auch dicke Blue Chips vielleicht mal irgendwo 7, 8% verlieren, das wäre jetzt zum Montag passend und deswegen würde ich ihm den Raum nach unten rausgeben. Sollte der wieder erwarten, gar nicht nach unten arbeiten zum Montag und gleich nach oben, dann wäre das auch interessant, würde für meinen Sinn, aber für meinen Geschmack nicht ausreichend sein, um diese große Bewegung dann nach oben zu schaffen bis 12.600. Sollte der oben rauskommen, hätte ich für ihn so den Bereich um 800, die 900 vielleicht. 800 bis 900 wäre für mich dann schon wieder eine Umkehrzone, aus der der Markt wahrscheinlich dann nochmal nach unten kippt und sich das Tief hier unten einfach noch holt. Ne, also arbeitet der zum Montag nicht nach unten. Es rechnet jetzt jeder damit, dass er fällt. Nicht nach unten. Geben Sie dem Platz ein bisschen zu atmen. Ein bisschen die 800, 900 rein. Ne, das sollte man auf der Oberseite auf jeden Fall zum Montag im Blick haben. Und auch im Erwartungshorizont letztendlich. Ja. Das nehmen wir mal mit rein hier. 800, 900. Und damit möchte ich das jetzt hier erstmal schließen. Mir ist ganz wichtig, machen Sie sich nicht so abhängig davon, Crash oder nicht Crash. Versuchen Sie das ein bisschen zurückzustellen für den Kopf einfach auch, ne? Weil Sie kriegen es eh nicht richtig gegriffen. Sie werden auch nie das letzte Tief im Crash erwischen. Machen Sie sich Gedanken darüber, wie Sie reagieren, wenn der Markt weiterfällt. Machen Sie sich Gedanken darüber, wie Sie damit umgehen. Ne? Machen Sie sich jetzt schon einen Plan, was machen Sie, wenn tatsächlich jetzt einer von den Pfeilen aufgeht, wenn der Markt wirklich hier steht. Wie machen Sie das jetzt? Und schreiben Sie sich das auf.
Das Blödeste, was sie machen können, ist nämlich keinen Plan B zu haben, weil sie hier oben nur reingekauft haben, jetzt schon nach der ersten Woche mit 100% investiert sind. Und das ist das, was mich persönlich in dieser Facebook-Gruppe so gestört hatte, ne? Da hat man so motiviert und reinkaufen, Rücksetzer, wo ich mir sage, was macht man denn dann, wenn dann die günstigen Kurse tatsächlich kommen? Was macht man denn, wenn der Markt hier steht und hier steht und man ist schon mit 100% investiert? Ne? Und da sollte man durchaus mal drüber nachdenken. Stellt man vielleicht irgendwo ein bisschen Geld mal frei? Das ist aber eine Entscheidung, die muss jeder für sich selber treffen. Man kann natürlich auch hier sagen, das geht wieder nach oben und das fängt sich jetzt wieder und ist ja eh bald alles vorbei, das Thema. Das ist ja was, das ist ja, ich kann Ihnen das doch nicht vorgeben. Das hat ja jeder seine eigene Sichtweise. Aber man braucht einen Plan und man braucht auch einen Plan B, wenn der Plan nicht funktioniert. Beim Trading ist es nämlich so, dass 99, also eigentlich 100%, die ohne Stopp traden, irgendwann richtig verlieren. Und zwar alles, was sie bis dahin ertradet haben. Und meine Meinung nach ist immer, dass es bei den Aktien auch ähnlich gelagert ist. Dass es bloß das Problem ist, dass diese zeitliche Komponente, in der man dort arbeitet, auch durch den fehlenden Hebel natürlich eine ganz andere ist. Nämlich ein Hundertstel oder ein Zweihundertstel von den Erfahrungen, die man im Trading macht. Aber auch bei Aktien, wenn man da ohne Stopp handelt. Ne, wenn man ohne Stopp handelt und man kriegt mal so eine richtige Welle gegen sich und man hat da keinen Plan B, dann sitzt man echt in der Scheiße. Ne? Weil gucken Sie mal, jetzt gehen Sie mal nur gedanklich durch. Der Markt fällt jetzt 3 Jahre. Schauen Sie mal, wann der Markt, mal insbesondere im DAX, über das Niveau wieder hinweggegangen ist. Das sind 13, 15 Jahre. Bis der Markt das Niveau wieder erreicht hat. So, und wenn man jetzt hier an der ersten roten Wochenkerze schon mit 100% reingekauft hat, weil das ja so super günstige Kurse sind, ne, bis sie da richtig im Plus sind, da vergehen erstmal 15 Jahre und sie sitzen hier nach unten richtig viel aus und sind im blödesten Fall mit 100% schon drin. Ne, das heißt, sie können auch die günstigen Kurse gar nicht zum großartigen Nachkaufen nutzen. So, und dann kommt noch dazu, dass die Titel, die hier oben stehen, meist die sind, die in dem Zeitraum, wo der Markt hier oben drüber springt, hier unten liegen. Gucken Sie sich doch mal die ganzen Charts von Titeln an, die in 2000 hier so übelst gut performt haben. Die sind alle noch hier unten. Gucken Sie sich mal eine Telekom, gucken Sie sich mal eine Deutsche Bank an. Gucken Sie auch mal bei den Amerikanern die Titel, die damals so richtig getrieben haben, wo die heute stehen. Das sind nicht die Titel, die hier oben stehen. Die Titel, die dann hier oben stehen, sind die, die hier neu in den Markt reinkommen, in der Phase. Ja, das heißt, wenn Sie Aktien haben und Sie halten diese durch so einen Crash, können Sie davon ausgehen, dass Sie die gar nicht wieder hier oben rauskriegen, sondern dass die irgendwo hier unten liegen bleiben. Ihre Aktien, während der Gesamtmarkt hochkommt, weil die neue Aktien, neue Titel, die in einem Index nachrutschen, ablösen. Ne? Das sind nur wenige Titel, die das schaffen, sich dann wieder aus so einer Phase rauszurutschen. Ne? Und dann gucken Sie mal an, was sind momentan die Titel, die hier so krass oben raustreiben und was haben die 2000 gemacht? Das sind nämlich nicht die, die da richtig Schlagseite gekriegt haben. Also machen Sie sich Gedanken. Wir haben eine Bewegung, die haben wir in den letzten, ich sag mal, 9 Jahren nicht am Markt gehabt. Man darf nicht davon ausgehen, dass das jetzt so weitergeht wie die letzten 9 Jahre. Es wäre ignorant, letztendlich zu sagen, wir haben jetzt hier definitiv etwas, was anders aussieht, was sich anders verhält als das. Na? Ich bin trotzdem kein Freund, jetzt schon zu sagen, Montag muss die Entscheidung fallen, weil ich glaube, jetzt kommt erstmal die technische Gegenbewegung, aber man kann ja für sich selber jetzt schon eine Entscheidung treffen, dass man vielleicht, wenn die technische Gegenbewegung kommt, sich vielleicht mal ein bisschen umstrukturiert, na? Damit man nicht zu anfällig wäre, wenn der Markt abkippt. Ja, also, das soweit alles meine Meinung. Ja, die kann man toll finden, muss man aber nicht. Das soll sie auch nicht. Also, ich will auch, ich bin kein Freund davon, jemand anders meine Meinung aufzuzwingen. Ich bin ein Freund davon, Meinung anzureichern. Ne? Und ich denke, wenn Sie eine Idee haben, wenn Sie einen Plan haben und so weiter, machen Sie auf jeden Fall Ihre Idee und machen Sie Ihren Plan. Oder ziehen Sie sich einen Bankberater noch hinzu. Fragen Sie den, ich bin der Falsche dafür. Was ich mache, ist nur einfach meine Ideen, meine Gedanken dazu einfach mal kundzutun, in der Hoffnung, dass es Ihnen hilft, Sie vielleicht auch in gewissen Entscheidungen unterstützt oder bekräftigt und bestärkt und an der anderen Seite Ihnen vielleicht auch Sachen aufzeigt, die sie nicht sehen. Ich nehme momentan wieder ein stärkeres Aggressionslevel unter den Leuten wahr, ne, dass auch wieder recht freche und
ja, schon angriffslustige Kommentare unter die Videos kommen. Ich verstehe das, weil momentan auch echt viele schief liegen. Mir zeigt immer die Leute, die hier richtig, richtig aggressive Kommentare schreiben, das sind in der Regel auch die, die richtig auf die Fresse gekriegt haben. Das tut mir für die auch leid. Nun, es ist ja gewiss nicht schön, aber versuchen Sie bitte trotzdem untereinander alle irgendwo ein bisschen freundlich und höflich zu bleiben. Ne, das wäre mir an sich nochmal relativ wichtig. Ja, so, jetzt habe ich meine Zeitvorgaben um Meilen verfehlt. Aber das ist ein wichtiges Thema und wir müssen drüber reden. Und wir haben so viele Mails jetzt gekriegt, einfach. Wir wollten eigentlich die ganze Zeit unsere Website fertig machen. Die kommt überhaupt nicht vorwärts, weil hier die ganze Zeit immer nur irgendwie viel Aufregung herrscht jetzt gerade. Für mich ist es jetzt punktuell auf den Tag erstmal momentan wieder kontraintuitiv, dass ich jetzt auch ein Video zu sowas machen muss. Deswegen würde ich schon denken, wir kriegen die nächsten 2, 3 Wochen kriegen wir eine gute Gegenbewegung rein. Na? Aber danach muss man sich gedanklich schon darauf einstellen, sollte man vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen, dass jetzt die 14.500 kommt, sondern wir gegebenenfalls Nachwehen bekommen und eben weitere Tieffolgen dann reinkriegen und uns auch nach 1, 2, 3-wöchigen Erholung eben wieder in einen Abwärtsstrudel reinsaugen, sobald wir dieses Tief hier auch unterschreiten. Na, also das wäre eben doch wichtig, dass wir hier einen Bruch in der Hoch- und Tieffolge haben dann. Gut. Ich mache damit zu. Ich hoffe, Ihnen hilft das was. Wenn Sie sagen, das hat mir nicht gefallen, seien Sie trotzdem bitte lieb zu mir. Ich mache das ja nicht, um Leute zu ärgern. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich brauche da auch niemanden versuchen zu überzeugen, irgendwas anderes zu sehen, weil Sie sich dadurch natürlich auch Ihre zweite Meinung verfälschen. Ne? In dem Sinne, wo Sie versuchen, mich zu beeinflussen und mich von anderen Sachen zu überzeugen. Vereinbaren Sie sich im Grunde selber, ne? Weil Sie wollen dann von mir das hören, was Sie denken. Ne? Dann nutzen Sie lieber das, was ich habe, als neutrale zweite Meinung. Also deswegen wählt sich sowas auch ab. Das soll nicht unhöflich wirken, aber wenn Sie eine zweite Meinung wollen, dann muss die neutral sein. Und dann muss ich auch unabhängig von dem, was mir die Leute schicken und zeigen, muss ich das ausblenden und einfach hier das so sagen, wie ich das sehe. Okay? Gut. Dann, ich mache jetzt hier zu. Ich hoffe, der Ausflug hat Ihnen mal geholfen. Wir machen es morgen dann wieder ein bisschen kürzer. Und ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg am Montag und hoffe natürlich für alle, die die Aktien halten, dass hier eine Umkehr reinkommt. Und ja, drücke Ihnen die Daumen, dass man das hier irgendwie noch vertretbar geregelt bekommt. Aber aktuell schaut es nicht gut aus. Was aber indikativ jetzt eher mehr ein Zeichen dafür wäre, dass wir mal 2, 3 Wochen Erholung bekommen. Stellen Sie sich aber jetzt schon darauf ein, wie gehen Sie jetzt damit dann um? Na, was machen Sie die nächsten Wochen, auch wenn jetzt mal eine grüne Woche reinkommt? Ich mache aus. Ciao.